Distanz schaffen. Und wenn dann jemand das nicht mitbekommt, dass er eine Distanz schafft, dann könnte es wehtun. Wir werden keine Kata machen. Also keine Schlagkata. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gemacht. Ja, die Brille gibt es rein. Machen wir uns ein bisschen warm. Einmal Foto. Okay. Toscho, stell deinen Bruder wieder ab. Komm hier, gib dir mal was. Das soll Toscho machen, das ist deine Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Jugendlichen. Seite gesagt, er läuft
eine größere Distanz. Vielleicht einfacher. Hey! Ja, wir müssen bedenken, wir arbeiten Schritt für Schritt. Das ist auch nicht so viel Energie unter. Das heißt, er hat auch gerade Zeit, sich zu stabilisieren. Er steht wieder stabil. Und unten denken wir gleich zu und unten. Das Startende und die Seite. Dann starten wir aus der Linie raus. Und ich bin. Und dieser drin. Makio Tosch. Halt! Um den Start rum. Okay. Einmal probieren. Thank you.
Wirkung und Schieden. Das heißt, der Stab ist immer nach vorne am Beschützen und irgendwelche Kräfte können abgenommen werden. Nehme ich die Hand hier ran, passiert das. Also an einer Seite passiert das. Bin ich immer noch im Kopf geschützt. Ihr werdet es merken, ihr werdet alle das machen und sagen, oh. Der Stab steht an der Seite, geschützt.
Position. Ich glaube, das ist deine Lieblingsposition, das kennen wir. Edmundo. Bewegung von Rade ins Spiel. Er drückt mich hier weg. Er will das nicht.
Camilla Lehmann. Ich bin Verteidiger. Lass ich auf dem Rücken stehen. Ich nutze diesen Schwung. Beendige ihn. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal. Woanders. Ich spiele woanders. Wir spielen gerne. Ja. Ja. Das ist ein alter Mann, du! Das ist ein alter Mann! Du bist so schnell. Du bist. Okay, dann machen wir das ganz lange nach. Ja, einfach, oder? Erster Block. 1, 2, 3. Okay. Einfach. Ist doch einfach, oder?
Klima. Alles nur rum. Braucht man Stadt auch nicht am Boden stehen lassen. Das bremst. Bleibe ich hier in der Luft. Eins, zwei, drei. Und voll in den Stiegen, dann noch ein Boden drin. Der Vater kommt zur Palette, der Erde. Dann hat er das Kind angehoben. Ende beim 6. Gewalt,
Werken. Das erste Kubisho verknüpfen will, würde das ungefähr so aus. Hier wieder meine Trefferfläche. Ich gebe Ihnen einen Impuls zum Schlagen. Da will er hin. Ja, in dem Moment, wo ich ihm diesen Impuls gebe, gehe ich nach vorne. Blockiere ihn hier. Hier unten rein, damit ich den Arm blockieren kann. Den Stab. Thank you.
Wenn ich vom Partner stehe, steht ein Teil, ist ein Problem. Ich stehe zwar zu jeder Seite hin offen und kann ausweichen, wenn der angreift, aber ich muss überlegen. Was mache ich? Das ist eine 086 Scheiße. Gehe ich da hin? Gehe ich da hin? Aber dann kann ich nicht. Ich kann 50% minimieren, dann wie stehe ich zum Partner, wie stelle ich mich hin? Jacke, Ausgangsposition. Ich versuche mal eine Linie zu bauen. Schulter, Hüfte, Knie, Fuß. So, wenn Markus jetzt angreift, und einen Schritt zur Seite machen. Und hier in der Linie steht, warum nicht überlegen? Ich habe schon eine Seite, die sich vorgegeben hat. Was ich ja noch beachten sollte, wenn er stark hat, wie ich, wenn ich ausweiche, meine Hand. Ja, auf der Seite noch passiert, dass ich meine Hand ein bisschen weh. Denkfehler nehme ich nicht immer hin, oder ich nehme ich nicht von oben. Und auch wieder davon ab, ich bin nicht mehr weg, für die Hand zu stecken. Yeah.
Schönen guten Appetit. Besser.
Dankeschön.
Prinzip. Das ist Alter. Du stellst dich an. Das ist ein alter Mann, sei mal vorsichtig mit ihm hier. Das ist mein Senpai, ja, da bist du auch immer ordentlich mit ihm um, du. Sonst komme ich auf die Matte. Bekannt ist ja die einfache Variante. Wir wollen mal ein bisschen mehr Bewegung. Thank you.
besser. Wenigstens. Jetzt. Jetzt wird es schon schwierig, ne?
Ich finde das schon schwieriger. Wenn ich mich jetzt hier nach vorne beugen würde, wie ich bin. So schöne Bilder. Thank you.
Ich muss da schnellstens raus.
Welche Dinge ich mache. Ihr gebt sich von ganz alleine hinter mir. Aber er darf seinen Angriff nicht aussetzen. Den runter. Atem. Bewegung, ja, ich nur zwei. Problem ist immer, genau, du musst immer dabei achten, bei jeder Technik den Ellbogen unten bleibt. Sobald der Ellbogen hochkommt, kann der Partner die Kontrolle übernehmen. Leichtes Cooldown. Die Entspannung. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er hier so fluffig wegflutschen. Er hält den Punkt. Eins. Zwei. Drei. Tegernkante habt ihr schon mal gehört. Schwertkant. Das ist ganz schwer. Auch wenn du nie diese Klinge hast. So freut die Schwert kaputt. Eins. Zwei. Drei. Übung mal, um Flug zu bekommen. Der Partner leistet Widerstand, aber nicht übermäßig. Meine Tegernkante. Schlagen wollen, sondern wirklich mal 1, 2, 3. Die Leute sollen hier keine Gefühle haben, die sollen Aikido machen, Mensch. Sagen lassen, genau, 13, 13, 13.
checken. Die hat er noch nie gezeigt. Das ist für die ältere Generation, die der Meinung ist, dass sie sich hier achten. Ja. Und hier so auflegen. Teil. Oder verschiedene Art. Das sind geistige Getränke, ja. Und das ist ein anderes geistiges, aber ob das.